Heute erfährst du, wie du mit nur einem einzigen Wort Menschen, die in Negativschleife sind, rausholen kannst. Und du erfährst, wie du mit einem einfachen Wort eine Idee einpflanzen kannst. Sprachmagie von dem Psychologen Marian Zefferer. Ja, zuallererst abonniere bitte nicht diesen Podcast. An was hast du jetzt gedacht? Wahrscheinlich daran, dass man diesen Kanal abonnieren könnte, wenn du es noch nicht getan hast. Viele haben es ja schon getan, aber wenn du es noch nicht getan hast, dann würdest du wahrscheinlich daran denken. Du denkst dann vielleicht, okay, dann möchte ich vielleicht beeinflussen, ich mache es nicht, aber die Idee war mal da. Um diesen Satz überhaupt zu verstehen, müssen wir erstmal an das Abonnieren denken, damit wir verstehen, okay, ich soll jetzt nicht abonnieren. Wir senden also zwei Botschaften gleichzeitig. Einerseits sagen wir, abonniere diesen Kanal und andererseits sagen wir, tu es eher nicht. Es gibt ein anderes Beispiel. Ich glaube nicht, dass Barack Obama lügt. Nee, ich glaube wirklich gar nicht. Das glaube ich nicht, dass der lügt. Nee. So, also ist Barack Obama und Lügen in einem Raum. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich nicht glaube, irgendwie ist Lügen und Barack Obama ist irgendwie, also wenn es jetzt oft ist, wenn du 10 Mal in der Zeitung liest, Barack Obama lügt nicht, Barack Obama lügt nicht, Barack Obama lügt nicht, was bleibt irgendwie hängen? Naja, irgendwas wird er wohl gemacht haben, sonst würde die Zeitung nicht ständig schreiben, dass er nicht lügt, so in die Richtung. Ja, also ich würde mich trotzdem freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Unabhängig davon, dass das natürlich eine Form der Beeinflussung ist, etwas nicht zu sagen. Einerseits bist du vom Gericht total sauber. Du hast ja nicht gesagt, dass es Barack lügt. Ich habe nicht gesagt, dass du den Podcast abonnieren sollst. Und gleichzeitig ist die Idee irgendwie da. Dabei wäre eine saubere Formulierung eher, ich glaube, Obama sagt die Wahrheit. Wenn ich das wirklich glauben würde. Ja? Wenn ich jetzt eher glaube, dass er lügt, dann würde ich vielleicht sagen, naja, ich bin mir nicht sicher, ob er lügt. Ich glaube es nicht, aber möglich. Also so von der Idee her, merkst du, es macht einen Unterschied, ob ich sage Obama Wahrheit oder Obama nicht Lüge. Es macht einen Unterschied. Das heißt, wenn ich den Frame der Lüge öffnen möchte, dazu hatten wir schon eine Folge, Thema Framing, das Thema der letzten Podcast-Episode, dann ist es schlauer zu sagen, ich glaube nicht, dass Obama lügt, weil dann habe ich diesen Frame der Lüge da drinnen. Übrigens, noch besser als nicht ist eine Kombination, nämlich nicht müssen. Zum Beispiel, man muss diesen Podcast nicht abonnieren, um das meiste rauszuholen. Aber es wäre natürlich eine tolle Möglichkeit. Also mit diesem Nicht-Müssen bin ich nicht ganz so scharf, weil Nicht-Müssen heißt ja doch, dass es möglich ist. Ja? Also du musst nicht einkaufen gehen, das sage ich jetzt nicht, geh nicht einkaufen, sondern naja, schon, dass es möglich ist, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, ich mache den Frame auf und bin aber natürlich gleichzeitig ganz weit weg davon. Jetzt denken manche von euch vielleicht, ja, aber warum könnte ich denn einfach das sagen, was ich denke? Ja, manche tun ja auch genau das, dass sie sagen, was sie denken, aber nicht das bekommen, was sie dann eigentlich denken. Und deswegen ist das Wort nicht und die Negation an sich, sich mal anzuschauen, sehr, sehr wichtig. Wenn du das heutige Thema verinnerlicht hast, dann wirst du automatisch viele Dinge anders formulieren, weil deine Botschaft dann einfach einen größeren Impact haben. Das ist wichtig zu verstehen, bevor wir da jetzt ein Beispiel reingehen, ist diese Framing-Theorie nochmal. Also Framing, also der Bedeutungsrahmen, die im Gehirn aktiviert werden, die werden gleich aktiviert, egal ob ich jetzt sage, denk nicht an einen Hund oder denk nicht an einen grünen Elefanten oder denk nicht an eine gelbe Giraffe oder an eine grüne Giraffe oder wie auch immer. Oder ob ich sage, denk an eine grüne Giraffe. Also um das zu verstehen, wird der Frame automatisch aktiviert, ob du willst oder nicht. Das heißt, der Lügenframe ist aktiviert. Deswegen ist auch, da gibt es eine spätere Podcast-Folge noch zum ARD-Framing-Gutachten oder ARD-Framing-Manual. Und da wird explizit gesagt, die Medien sollten gar nicht von Lügenpresse, die sollten es gar nicht erwähnen, das Wort, weil wenn die Medien das Wort Lügenpresse verwenden, dann könnte man auf die Idee kommen, vielleicht gibt es da wirklich Lügen. Und um das zu vermeiden, ist die Idee, das gar nicht reinzubringen in die Medien. Ja, das heißt, wenn ich von der Nicht-Lüge spreche, ist die Lüge gleichzeitig im Raum und das ist natürlich, naja, nicht ganz ideal. Schauen wir uns mal ein Beispiel an aus der Praxis, wo das Wort aber nicht sehr, sehr effizient verwendet wurde. Da kam jemand zu Erickson, Milton Erickson, der große Hypnotherapeut, der nicht hypnotisiert werden konnte, zumindest glaubte er das. Er glaubte eher, dass der Erickson Scharlatan ist. Er war aber bei vielen anderen exzellenten Ärzten und die haben ihm alle nicht helfen können. Deswegen ist er halt so aus Verzweiflung zu ihm hingegangen und hat ihm gleich gesagt, er glaubt nicht dran und er ist Scharlatan und er kann ja gar nicht hypnotisiert werden. Und Hypnose gibt es ja gar nicht. Und Erickson hat es nur aufgenommen und hat gesagt, ja, das stimmt wirklich, man kann sich nicht hypnotisieren. Deswegen brauchen sie sich auch gar nicht auf diesen bequemen Stuhl hier setzen. Und deswegen brauchen sie gar nicht die Augen schließen. Ja, sie können eh nicht hypnotisiert werden. Und deswegen würde ich sagen, wir führen einfach ein normales Gespräch, weil sie ja nicht in eine tiefe Trance gehen können. Ja, deswegen könnten sie theoretisch schon die Augen schließen, weil sie ja eh nicht in Trance gehen und das ja eh nicht möglich ist. Und das klingt jetzt nach ein bisschen einem komischen Wortsalat. Das ist ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es hat funktioniert.
Das Spannende war, dass dieser Patient so tief in Trance gegangen ist, dass der dann, ich weiß nicht, 3/4 Stunde später oder so, wieder in Anführungszeichen aufgewacht ist, das ist das falsche Wort, aber wieder voll da war und dann irritiert war, warum die Zeit so vergangen ist. Also er hatte eine Amnesie für diese Trance und einen zweiten Termin ausgemacht hat. Und im zweiten Termin war es wieder ähnlich. Und erst im dritten Termin, wenn ich mich richtig erinnere, war er sich im Bewusstsein, dass er wohl in Hypnose war und dass dieses Phänomen scheinbar doch irgendwie existiert. Und da sind viele Aspekte drinnen, auch ein sogenannter Pacing-Aspekt, damit werden wir uns auch noch beschäftigen im Podcast, also die Idee, dass ich mich wo angleiche. Der hat ja schon ganz viele Nichts gesagt, ich möchte nicht, 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 und Erics hat es einfach aufgenommen. Das, was er nicht möchte, hat ihm nicht zurückgefeedbackt sozusagen, und in dem Moment war das unglaublich wirksam. Da ist dann irgendwann der Mythos entstanden, gerade in der Hypnose, dass das Unbewusste kein Nein versteht, was totaler Blödsinn ist. Ja? Also wenn du das glaubst oder mal gehört hast, gebe ich dir jetzt gleich ein paar Gegenbeispiele, die eindeutig beweisen, dass es nicht so ist. Wenn das so wäre, dann wäre die Suggestion, du bist Nichtraucher, würde ja dazu führen, dass die Leute entweder zum Rauchen anfangen oder noch mehr rauchen oder zumindest gleich viel rauchen. Und wenn es nur 1% der Leute, die mit dieser Suggestion beschallt werden, und da gab es einige, schaffen würden aufzuhören, dann müsste man sagen, kann ja nicht ganz stimmen. Und es gibt Leute, die mit solchen nicht besonders eloquenten Suggestionen, ich gebe es zu, aber es gibt Leute, die mit solchen Suggestionen aufgehört haben. Da gibt es dann früher ganz viele Hypno-CD-Bänder, wo genau solche Suggestionen drauf sind. Das heißt, das Unbewusste versteht es sehr wohl. Nur die Frage ist, wie stark ist es? Das heißt, wenn ich jetzt sage, rauche nicht, naja, dann denke ich halt ans Rauchen. Und natürlich ist das Bild des Rauchens sehr stark, auch wenn das Unbewusste versteht, okay, man meint das Gegenteil, es ist halt irgendwie im Raum. Trotzdem sage ich zu Leuten, ja eben, das Unbewusste checkt es nicht. Nee. Wenn dein Unbewusstes zu blöd ist und es nicht checkt, okay, aber mein Unbewusstes checkt sehr wohl. Da fühlen sich die meisten dann bei der Ehre gepackt und sagen, na gut, vielleicht checkt es mein Unbewusstes auch. Und jetzt kann man sich überlegen, manchmal ist es sogar sinnvoll, eine Negation anzubieten und manchmal eben nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Wahrscheinlich wirst du jetzt eh ablehnen, ja, weil du auch vielleicht schon genervt bist und so, aber könntest du jetzt bitte endlich den Podcast abonnieren? Studien zeigen, dass mit dem Zusatz am Anfang, wahrscheinlich wirst du eh ablehnen, deutlich mehr Leute dann genau das machen. Und zwar durchaus unangenehme Sachen. Das heißt, da wurden Leute auf der Straße gefragt, ja, wahrscheinlich wirst du eh ablehnen, aber wir bräuchten eine Unterschrift. Ja, wahrscheinlich wirst du eh ablehnen, aber wir bräuchten eine kleine Spende. Also jetzt durchaus schon etwas, wird schon was gefordert von den Leuten. Und mit diesem Zusatz sagen mehr Leute ja. Jetzt ist die Frage, warum? Also gerade wahrscheinlich wirst du eh ablehnen, dann müssten die Leute ja ablehnen, oder? Also von der Idee her. Naja, die Theorie, die Idee ist, dass das Ganze Reaktanz fördert. Das heißt, Reaktanz ist sowas wie die Motivation zur Wiederherstellung von Freiheit. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt sage, du wirst wahrscheinlich eh ablehnen, dann kommst du erstmal so, wieso soll ich jetzt ablehnen? Ja? Ich kann frei entscheiden. Du sagst mir nicht, was ich hier mache. Ja, aber könntest du den Podcast abonnieren? Na gut, dann mache ich dir das nur, um zu beweisen, ich bin freier Mensch, ja, und du kannst mir hier gar nichts sagen. Das ist so die Idee oder das ist so die Theorie dahinter. Und es ist dasselbe Prinzip. Ja? Du wirst ablehnen oder eine Negation, ist, also das ist dasselbe Prinzip. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, ja, ich habe eher das Problem, wenn Menschen es oft verwenden. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel aus dem Coaching, wenn Leute sagen, ja, ich möchte nicht mehr die Ängste haben oder ich möchte nicht mehr so viel streiten und ich möchte nicht mehr meinen Job machen. Und dann frage ich die Leute, was wollen sie denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Und dann fragt man, ja, was ist denn so der Wunsch? Und dann sagen die vielleicht, ja, ich möchte nicht mehr so wenig Geld verdienen. Und so weiter. Also immer wieder im Nicht. Und dadurch verstärken sie natürlich in der Regel das, was sie eben nicht möchten. Und dann ist ein Zauberwort, eine Formel, ein einziges Wort, mit diesem einen Wort kannst du den Spieß umdrehen. Das ist wahnsinnig genial. Ich habe es von Manfred Prior, der ist auch in der Literaturliste, findest du unter den Downloads, in den Shownotes. Und mit diesem einen Wort passieren zwei Dinge. Erstens mal muss der Klient oder wer auch immer vor dir ist, nachdenken. Er muss wirklich in sich gehen. Es geht nicht so zack, sondern das ist auch etwas, kostet Energie. Und er kommt dann eher in diesen Lösungsmodus oder eher dorthin, wo er eigentlich hin will. Und dieses besondere Wort heißt sondern. Das heißt, der Klient sagt, oder dein Gegenüber, wer auch immer das ist, sagt, ich möchte nicht mehr so einen schlechten Angestelltenjob haben. Ja, was möchtest du denn stattdessen? Ja, also ich möchte selbstständig sein, aber es geht nicht, weil ich kann das gar nicht. Sondern, was kannst du dann? Naja, die Fähigkeiten hätte ich schon, aber ich weiß gar nicht, wie es geht. Das heißt, es wird oft ein längeres Gespräch, aber wenn du immer wieder fragst, was möchtest du denn stattdessen, was möchtest du denn sondern stattdessen, dann wird irgendwann das Ergebnis, was die Person möchte, rauskommen. Ich möchte nicht mehr so viel wenig Geld verdienen, sondern, was möchtest du stattdessen? Ich möchte mehr Geld verdienen. Das klingt jetzt so, ja, okay, eh klar, ja, aber es macht einen Unterschied, ob du ständig von wenigen Geld verdienen sprichst oder ob du von mehr Geld verdienen sprichst,
macht einen großen Unterschied im Fokus von dir und von deinem Unbewussten aus und macht natürlich auch die Resultate. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die Praxisanweisung. Wie kannst du das meiste aus dieser Podcast-Folge hier heute rausholen? Am besten probierst du es direkt aus. Wenn jemand in Negationen strotzt, wenn jemand in Negationen verharrt, dann probier es einfach mal aus und sag das Wort sondern. Frag stattdessen, was wär's denn eher, was du willst? Das heißt, auch wenn du so Fragen stellst wie, was wünschst du dir vom Leben? Und dann sagt der andere, dass das Leben nicht mehr so beschissen ist, dann sagst du, sondern stattdessen, was wünschst du dir stattdessen? Wie sollte dein Leben sein? Tipp Nummer 2, wenn du eine Idee, die vielleicht sogar kritisch ist, die vielleicht sogar gar nicht geäußert werden darf, du aber trotzdem äußern möchtest, dann probier es mal mit der Formulierung, das muss ja nicht so sein, das, und dann sagst du genau das, was nicht gesagt werden darf. Es kann auch so sein wie, ich bin mir nicht sicher, ob das so sein könnte, und dann sagst du das, was du eben nicht sagen sollst, kannst, darfst, musst. Ja, fassen wir kurz zusammen. Nicht aktiviert den Frame, den wir nicht aktivieren wollen oder eben schon wollen, aber halt ein bisschen vertuschen wollen. Das heißt, Negationen können sehr, sehr hilfreich sein. Auch die Formulierung, du wirst wahrscheinlich eh ablehnen, aber bitte bewerte diesen Podcast, aber bitte abonniere diesen Podcast. Höhen die Wahrscheinlichkeit, wenn ich es jetzt nicht transparent mache, wie so gerade eben, dass dir das Gegenüber tatsächlich spendet, abonniert oder wie auch immer, was immer du willst. Ja, wenn es möglich ist, dann wäre es gut, wenn du das, was du wirklich willst, positiv formulierst, dass du es nicht auflöst. Ja? Oder wenn du den Frame aktivieren willst, dann natürlich es nicht drinnen lässt. Und im besten Fall oder im schlimmsten Fall, wenn du das Gegenteil willst, dann fragst du mit dem Wort sondern, was denn die Person eigentlich will. Ja, wenn dich das Thema Sprache fasziniert, dann lade ich dich ein, abonniere diesen Podcast und vor allem diskutiere mit anderen Menschen über Negationen, über das Wort sondern und versuch es mal einzubauen. Schau mal, achte mal drauf, ob du selber oder auch andere oft die Negationen denkst oder sprichst und dann frag dich selber sondern oder sag bei anderen, ja sondern, was willst du denn stattdessen? Und wenn es klappt, dann schreib mir doch gerne Mail an sprachmagie@marianzefferer.at. Ich bin jederzeit an Erfolgserlebnisse interessiert. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Sprachmagie-Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in den Kaninchenbau der Sprachmagie einsteigen möchtest, dann schau auf unserer Webseite lernsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Podcast-Folge lernst du, wie du eloquenter wirst, wie du deinen Wortschatz erweiterst, wie du die Grenzen deiner Sprache sprengst und dadurch eine bewusstere Wahrnehmung und eine reichhaltigere Wahrnehmung von der Welt, könnte man auch sagen, erhältst. Also auf gar keinen Fall vergessen zu abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sein.